Hallo Astro-Rebellen, willkommen zu eurem Kanal der Astrologie. Ich bin Emmanuel von Zenstern, euer astrologischer Lebensberater in Berlin. Ich habe vor einigen Tagen einen Beitrag auf meinem Blog, auf meiner Webseite veröffentlicht und dort habe ich euch, wie ihr seht, drei Dinge erwähnt, die sich auf drei astrologischen Ereignissen am Ende des Monats beziehen. Diese sind eine Sonnenfinsternis im Sternzeichen Widder im 29. Grad dieses Zeichens. Die Sonne geht am 20. in das Sternzeichen Stier und Merkur wird seine erste Rückläufigkeit des Jahres im 15. Grad Stier anfangen. Und ich würde sagen, noch dazu haben wir die Finsternis im Aspekt zu Pluto, beziehungsweise haben wir ein Quadrat zwischen der Finsternis und Pluto. Pluto haben wir im 0 Grad Wassermann, die Finsternis im 29. Grad Widder, das heißt, die Orbis beträgt nur 1 Grad, das ist gar nicht. Und deswegen können wir schon von einem exakten Quadrat sprechen. Was bedeutet das alles? Übersetzt. Die erste Sache, naja, dass die Sonne in Stier geht, das haben wir jedes Jahr. Jedes Jahr geht die Sonne am 20. April in diesem Zeichen rein. Und wir hatten die Sonne die ganze Zeit im Sternzeichen Widder. Widder ist das erste Zeichen des Tierkreises und dementsprechend bei Widder beginnt das echte Jahr. Das ist das astrologische Jahr am Ende März. Da beginnt der Frühling. Da haben wir die neue Geburt des Lebens. Dann ein Vollmond nach dem Tag und Nacht gleiche, als die Sonne in Widder eingetreten ist, haben wir jetzt Ostern gehabt. Während der ersten Vollmond nach dem Tag und Nacht gleiche am 21. März. Widder ist der erste, der Start. Es ist ein männliches Zeichen, also ein männliches Zeichen. Und jetzt haben wir Stier. Das, was in Widder begonnen hat, die Samen, die in Widder gesät wurden, die werden jetzt richtig keimen, wenn die Sonne im Stier ist, weil Stier die Entstehung des Materiellen, so wie wir das durch die Sinne wahrnehmen, entsteht. Stier ist die Befestigung des Geistes. Widder ist der erste Impuls des Geistes, um sich in der materiellen Wirklichkeit zu manifestieren. Und Stier ist die Etablierung davon, die Konsolidierung, die Materialisierung dieses Impulses. Und da geschieht dieser Übergang zwischen Sonne im Widder und Sonne in Stier. Diesen Kontrast sehen wir jedes Jahr. Und die Finsternis geschieht aber im letzten Grad von Sternzeichen Widder. Diejenigen, die sich ein bisschen mit Astrologie schon auskennen, wissen, dass der letzte Grad eines Zeichens eine besondere Bedeutung hat. Und da haben wir die Finsternis im 29. Grad Widder im Quadrat zu Pluto. Das heißt, wir haben einen Transformationsprozess,
der jetzt in Gang gesetzt wird durch die Finsternis, durch den Neumond im Quadrat zu Pluto. Pluto betrifft Schattenthemen. Pluto betrifft Veränderung im Sinne von Krisensituationen. Dadurch, dass wir hier von einem Winkel von 90 Grad sprechen, das ist ein Quadrat astrologisch betrachtet, dann müssen wir sagen, hier kann eine Krise sich vertiefen in der Welt. Eine Krise, die schon vorhanden ist, man nimmt das nicht wahr. Jetzt werden wir sehen, in welche Richtung diese Krise geht. Aber ich vermute anhand der Konstellationen, dass diese mit Geld zu tun hat, dadurch, dass Merkur einen Tag nachdem die Sonne ins Stier eingetreten ist, rückläufig ist, im 15. Grad. Das ist in der Mitte vom Sternzeichen Stier, weil jedes Zeichen hat 30 Grad. 30 mal 12. 360 Grad des Tierkreises. Das heißt, 15 ist die Mitte und dann geht er dann rückläufig, der Merkur. Merkur ist dreimal rückläufig im Jahr, das heißt, immer wenn das passiert, dann muss man vorsichtig sein mit Kommunikation, mit Entscheidungen, die man treffen möchte. Wenn man einen Fehler begeht, wenn Merkur rückläufig ist, dann wird man sich sicherlich diesen Fehler merken. Denn der Fehler wird sehr groß sein. Es wird sehr groß sein, wenn Merkur im Rücklauf steht. Und das haben wir jetzt ab Ende April 2023. Im Sternzeichen der Ressourcen. Grundversorgung, alles was das Materielle betrifft, die materielle Bequemlichkeit und Sicherheit und Absicherung, das alles ist ein Thema, was in den Vordergrund rücken wird, wenn die Sonne in Stier eingetreten ist, wenn Merkur rückläufig ist, gleich nach der Finsternis. Wir werden sehen, was in der Welt geschieht mit Bankensystem, mit Finanzen. Das sage ich seit schon ewig her. Eigentlich ist die sogenannte Krise oder Finanzkrise schon längst da, aber es hat sich noch nicht gezeigt. Wir werden sehen, wie es weiterläuft. Ja, aber diese krassen Konstellationen jetzt, Finsternis, die Rückläufigkeit des Merkurs, die Sonne geht in Widder, alles gleichzeitig. Das, also die Sonne geht im Stier, Entschuldigung. Also das alles gibt mir den Eindruck, dass hier etwas Wichtiges in der Welt bald geschieht. Das hat mit Stabilität oder mit dem Mangel an Stabilität zu tun. Stabilität oder keine Stabilität, materiell gesehen, finanziell gesehen. Das ist jetzt die Interpretierung, die Interpretation von diesen astrologischen Transiten, die wir jetzt Ende April haben. Und ich habe euch das schon längst auf meinem Blog, auf meiner Webseite veröffentlicht. Natürlich kann man mein Profil abonnieren auf Instagram. Ich habe auch ein Profil auf Facebook. Aber man sollte erstmal meine Webseite abonnieren, denn dort veröffentliche ich gelegentliche Beiträge, die man sich lesen kann. Nicht alles werde ich im Instagram oder bei Facebook veröffentlichen, selbstverständlich. Also wir haben hier die Sonne, ne, wie ich gesagt habe, der macht diese Veränderung, Merkur auch und Pluto im Zusammenspiel mit der Finsternis.
Leider werden wir die Finsternis nicht in Deutschland sehen können. Das wird in Australien und Indonesien geschehen, dass die Menschen diese mit ihren bloßen Augen sehen werden können. Darüber hinaus, dieser Aspekt zwischen Finsternis und Pluto kann auf Machtverschiebungen hinweisen in der Politik. Ob das in Deutschland der Fall sein wird, das werden wir sehen. Aber wir haben 195 Länder, denke ich, in der Welt, mehr oder weniger, je nachdem, wie man ein Land definiert. Und also es kann sein, dass es in vielen Ländern Machtverschiebungen stattfinden mit Pluto Quadrat Finsternis jetzt am 20. April. Pluto ist Macht, Machtmissbrauch, Geheimtuerei, also Korruption, Manipulation, die Plutokratie, die die Welt beherrscht. Plutokratie ist ein politisches Konzept oder ein politischer Begriff, und das bedeutet, dass die Gesellschaft von reichen Leuten, die im Hintergrund vieles steuern, beherrscht wird und nicht vom Volk. Das ist die Herrschaft von diesen alten Pedos, die im Hintergrund vieles steuern. Die Politiker, die Medien. Okay? Also wir werden sehen, was dann passiert jetzt. Wahrscheinlich werden einige Geheimnisse aufgedeckt, Korruption in der Politik wird aufgedeckt, Machtverschiebungen weltweit, darüber hinaus Krisensituationen. Pluto ist ja das, ne? Also hätten wir einen anderen Himmelskörper hier im Aspekt zu dieser Finsternis, dann würde ich das nicht behaupten können, aber das ist ja Pluto. Schattenthemen, Krisen. Ne? Gut, liebe Astro-Rebellen, ich hoffe, ihr habt einiges jetzt erfahren. Alles Gute für euch und bis zum nächsten Beitrag.